Heute geht es bei mir mal um ein ernstes Thema, zu dem ich aber gleichzeitig eine gute Nachricht habe für viele Betroffene. Es geht um das Thema Sternenkinder. Das heißt, um Babys, die zu früh zur Welt kamen, entweder als Fehlgeburt oder als Totgeburt, die also nicht lebensfähig waren. Hierbei vollkommen unerheblich, ob das Kind in der 6. Schwangerschaftswoche oder in der 40. Schwangerschaftswoche tot geboren wurde oder eben eine Fehlgeburt war. Diese Kinder bezeichnet man als Sternenkinder. Und da gibt es sehr viele Betroffene. Oft wird darüber nicht offen geredet, denn in unserer Gesellschaft ist es sehr oft so, dass viele, die das nicht selbst erlebt haben, gar nicht nachvollziehen können, dass es sehr wohl auch sehr schmerzhaft für Eltern ist, ein Kind zu verlieren, das noch gar nicht auf der Welt gewesen ist. Man freut sich trotzdem vorher. In der 6. Schwangerschaftswoche sieht man schon auf dem Ultraschall das Herzchen schlagen und ab dem Moment, wo man dieses kleine Puckern auf dem Ultraschall sieht, ist man auch irgendwo emotional mit diesem kleinen Wesen verbunden. Man sieht immer wieder bei den Untersuchungen die Ultraschallbilder, wie die Kinder sich entwickeln, wie sie größer werden, wie die Finger wachsen schon in den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten. Da ist ein kleines Wesen, was in einem heranwächst. Man macht sich so viele Gedanken darüber und man ist auch mit dem Herzen verbunden, dass es wirklich für diese Eltern sehr, sehr traurig ist, wenn sie dieses Kind dann verlieren. Nun war es viele Jahre lang in Deutschland so, dass man einen Unterschied gemacht hat, wenn ein Kind unter 500 Gramm geboren wurde oder eben eine Fehlgeburt war. Dann war das eine völlig andere Situation, rein rechtlich gesehen, als wenn das Kind 500 Gramm und mehr gewogen hat. In dem Moment, wo es mehr als 500 Gramm wog, stand den Eltern auf Wunsch eine Beerdigung zu. Sie durften dem Kind einen Namen geben, einen Grabstein, einen Ort zur Trauer haben. Wenn das Kind allerdings unter 500 Gramm gewogen hat, dann wurde es danach im Krankenhaus entsorgt. Mehr als das Geschlecht haben die Eltern dann nicht mehr erfahren und den Grund, warum das Kind gestorben ist. Sie durften es nicht beerdigen. Sie mussten es im Krankenhaus lassen. Dieses Gesetz hat sich zum Glück geändert inzwischen. Das heißt, inzwischen steht allen Eltern zu, egal, auch wenn das Kind unter 500 Gramm gewogen hat, wenn sie möchten, können sie das Kind danach beerdigen. Und das ist schon mal eine wichtige Sache, die sich für Eltern geändert hat, aber eine noch viel wichtigere Sache, die sich geändert hat, von der viele aber gar nichts mitbekommen haben. Und da möchte ich mich auch nicht ausschließen, denn ich habe das auch erst vor kurzem erfahren, ist, dass jedem, der eine Fehlgeburt hatte oder eine Totgeburt, zusteht, dass er eine Urkunde beim Standesamt beantragen kann, in der dieses Kind dokumentiert wird mit Namen, Eltern, Geburtstag, das ist ja dann gleichzeitig auch der Tag, an dem es gestorben ist, und Geschlecht und allem. Eine Urkunde, die man sich beantragen kann beim Standesamt in dem Ort, wo man lebt. Und die man auch ganz normal in das Familienstammbuch tun kann und wodurch dann dokumentiert wird, dass es sich hierbei um einen Menschen gehandelt hat, der zu dieser Familie gehört hat, der einen Namen hatte, der ein Geschlecht hatte, der Eltern hatte und der einen Geburtstag hatte. Und zwar, wenn man jetzt hier mal auf die Seite des Bundesministeriums für Familien guckt, dann gibt es da einen Bericht, der ist schon vom 28.10.2013. So lange gibt es also diese gesetzliche Neuregelung schon, dass man Sternenkinder eben eintragen lassen kann beim Standesamt. Und es ist wirklich sehr wichtig für viele Eltern. Auf dieser Seite des Bundesministeriums für Familien stehen die ganzen Infos darüber, wo man das bescheinigen lassen kann, was man dafür braucht. Ich kann euch dazu schon mal das sagen, was ihr dazu braucht, ist eigentlich nur den Mutterpass oder eine Bescheinigung vom Arzt, dass eben diese Schwangerschaft bestanden hat und vorzeitig beendet worden ist. Wenn ihr solch eine Bescheinigung nicht habt, oder den Mutterpass nicht aufgehoben habt, dann könnt ihr euch diese Bescheinigung auch nachträglich noch bei eurem Frauenarzt, der damals für euch zuständig war, oder in dem Krankenhaus, wo der Abbruch vorgenommen wurde, besorgen. Das Einzige ist, wenn man eine Fehlgeburt hatte und war vorher aber noch nicht beim Arzt, weil die Schwangerschaft vielleicht in einem frühen Stadium war, sodass man noch gar nicht das ärztlich dokumentiert hat und das Kind dann vielleicht zu Hause auch verloren hat, ohne dass irgendjemand das mitbekommen hat. Diese Kinder kann man leider dann nicht eintragen lassen. Es muss also schon auf jeden Fall ein Arzt diese Schwangerschaft vorher bestätigt haben. Bestenfalls eben mit dem Mutterpass, in dem dann auch die Totgeburt oder die Fehlgeburt dokumentiert wurde. Das braucht ihr und natürlich euren Personalausweis. Und wenn ihr zu dem Zeitpunkt, wo das Kind tot geboren wurde, nicht verheiratet wart mit dem Vater des Kindes, dann müsste dieser natürlich auch noch zustimmen, als Vater eingetragen zu werden. Wenn ihr zum Zeitpunkt der Fehl- oder Totgeburt schon verheiratet wart, dann wird der Ehemann auch problemlos als Vater des Kindes eingetragen. Ich zeige euch jetzt auch noch, wie diese Urkunde aussieht. Dies ist die Bescheinigung. Sie nennt sich Bescheinigung nach § 31 Absatz 3 der Personenstandsverordnung.
Und hier kommen dann die ganzen Daten rein des Kindes, die ihr dann angeben müsst, wie der Familienname des Kindes gewesen wäre, der vorgesehene Vorname. Wenn ihr das Geschlecht des Kindes nicht wisst, könnt ihr trotzdem einen Vornamen geben. Geschlecht bleibt dann offen in dem Fall. Geburtstag ist natürlich gleichzeitig der Todestag, wird dann hier eingetragen, der Geburtsort und dann die Eltern. Und dann wird das Ganze richtig hier mit dem Bundesadler und Stempel und Siegel von der Stadt beurkundet, dass dieses Kind halt wirklich existiert hat. Das könnt ihr dann in euer Familienstammbuch tun und habt so auch für eure späteren Generationen, für die Zukunft einen Nachweis, dass dieses Kind mal existiert hat. Und das ganz Wichtige an dieser gesetzlichen Regelung ist, dass es keine zeitliche Begrenzung gibt, rückwirkend. Das heißt, auch wenn man vor 20 Jahren eine Fehlgeburt hatte, kann man dieses Kind immer noch eintragen lassen, auch heute noch, wenn man die Nachweise dafür hat, dass es damals eben diese Fehl- oder Totgeburt gab. Und das kann gerade für Eltern, die noch von diesem Gesetz betroffen waren, dass man unter 500 Gramm eben das Kind weder bestatten noch beurkunden lassen durfte, sehr, sehr wichtig sein. Vielleicht kennt ihr jemanden, der auch noch immer darunter leidet. Dann gebt diese Info weiter. Dankeschön.